ESTV, Videos aus der Region. Neuhausen steht Kopf, denn mit dem schmutzigen Donnerstag startet auch die Hochsaison der närrischen Zeit. Wir sind heute in Neuhausen und das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und hier findet der diesjährige Hexentanz statt. Jetzt habe ich zwei waschechte Neuhausener Hexen hier bei mir stehen. Jetzt habe ich mir ja wirklich so vorgestellt, ihr tanzt uns hier so ein bisschen was vor beim Hexentanz, aber hier ist ja richtig was los. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, hier ist richtig was los. Wir dürfen nach 3 Jahren zum Glück das erste Mal wieder tanzen. Wir haben heute tatsächlich schon den 47. Hexentanz, also eine sehr, sehr lange Tradition. Das Ding ist gewachsen über Jahre, über die Jahrzehnte. Es sind unglaublich viele Menschen, die gleich hier da sein werden. Wir freuen uns riesig. Wir tanzen mit fast 100 Hexen tatsächlich, also 60, 70 erwachsenen Hexen und tatsächlich fast 30 Kindern von 5 bis 14 Jahren. Und da freuen wir uns richtig drauf. Was ist denn dieser Hexentanz? Was steckt da dahinter? Es ist ja kein klassischer Step-Tanz oder irgendwie was, sondern es ist ja schon richtig, da ist richtig was los beim Tanzen bei euch. Ja, also muss dazu sagen, wir sind eine reine Männergruppe. Also das, was man vielleicht vom Fernsehen kennt, Riesenakrobatik, jeder Schritt sitzt. Darum geht es bei uns weniger. Wir machen ein bisschen eine Show. Es qualmt, es raucht, wir springen übers Feuer und natürlich ein paar Drehungen und ein paar Tanzschritte dürfen nicht fehlen. Eine besondere Show. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich habe aber noch mal etwas gehört. Und zwar, heute wird hier auch noch ein bisschen was gestürmt. Ja, also das ist ja eigentlich der Sinn der Sache, dass wir heute eben das Rathaus übernehmen. Die Narren regieren hier im Rathaus für die nächsten 5 Tage bis zum Aschermittwoch und der Schuld ist, hoffentlich unser Bürgermeister muss nachher uns den Schlüssel abgeben und kriegt auch eine Kleinigkeit dafür. Aber nur wegen der Kleinigkeit gibt er den Schlüssel her, oder? Ja, ich glaube, er hat vielleicht nach 3 Jahren Durchregieren doch immer Lust, auch mal jetzt ein bisschen Pause einzulegen und ein bisschen Urlaub zu machen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ich würde sagen, wir gucken es uns zusammen an. Ab heute ist hier Fasenacht, bis nächsten Dienstag Mitternacht. 5 Tage wird der Flecken weben, so ist Neuhäuser Narrenleben. So, die roten Helme und die Hexen steigen ins Rathaus ein, holen den Bürgermeister und den Schlüssel. 02 ist ab sofort für den Presse frei. Landeball 01 bleibt bis auf weiteres meins. Den Schlüssel gebe ich trotzdem ab, weil ohne Schlüssel bin ich frei und gebe ihn dir, der Heiden, ein. Wir haben den Schlüssel! Wir haben die Macht! Wir wollen die Rachefeiern! Jetzt haben wir ihn bei uns, Herr Hacker. Sie wurden frisch gestürmt. Was machen Sie denn jetzt? Haben Sie jetzt Urlaub oder was macht man mit so einem gestürmten Rathaus? Nee, viel besser als Urlaub. Ich wurde quasi freigestellt. Also meine Narren regieren das Rathaus und ich gehe jetzt auf die Phase, auf die Gas. Ich feiere mit und lasse es mir gut gehen. Das ist doch mal ein super Plan. Und Neuhausen gilt ja auch als absolute Hochburg. Wie finden Sie es denn selber? Sind Sie so richtig mit dabei oder hier Hexentanz? Das ist relativ einfach. Also Neuhäuser Fasnet gibt es ja schon richtig lange, schon im Mittelalter das erste Mal urkundlich erwähnt, mittlerweile auch Weltkulturerbe der UNESCO erklärt. Und es gibt nur 2 Möglichkeiten.
entweder man ist voll dabei, macht richtig mit, oder man geht in Urlaub, Skifahren, was weiß ich. Also einfach ein bisschen schwanger geht nicht, und so ist es mit unserer Fastnet auch. Man kommt nicht drum rum sozusagen. Und was machen Sie, wie kriegen Sie den Schlüssel dann wieder zurück? Das ist relativ einfach. Am Dienstagabend wird die Fastnet beerdigt bei uns im Saalbau. Und der allerletzte Akt, bevor dann alles zu Ende ist, dann bekomme ich leider wieder meinen Schlüssel zurück. Und dann geht es zurück zur Normalität, oder? Ja, das ist der Vorteil. Dann kann ich mir ja selber dann erstmal den Urlaubsschein ausfüllen. Hört sich sehr gut an. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei allem, was Neuhausen heute hier zu bieten hat. Und das ist eine ganze Menge, so wie ich gesehen habe. Ne? Ja, in jedem Fall. Und wie wir hier sagen, glückselige Fasnet. Und wie es vorher auch anklang, wir freuen uns über alle Gäste, die kommen, die mitfeiern. Aber wie gesagt, friedlich und möglichst keine Scherben, keinen Müll. Alles, was wir mitbringen, nach Hause nehmen oder in die aufgestellten Behälter geben. Und friedlich mit Freude miteinander feiern, Spaß haben, und dann klappt das Ganze. Das denke ich mir doch auch. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart, und auch von uns, von der STV, eine glückselige Fastnetzzeit.